So, ich sehe jetzt keinen da drin. Aber ich höre einen. Na toll. Ich bin jetzt, glaube ich. Wow. Ich wurde gebissen. I don't have enough space for this. Das Paddel zerstören wir mal. Stock können wir auch zerstören. Ansonsten muss ich wahrscheinlich die Personen wechseln, damit ich die auch an Sachen kommen lassen kann. So. Machen wir das mal anders. Wir haben da noch andere. Hi. Durchsuch mal. Das ist ganz cool, dass ich die Charaktere auch wechseln kann. Da hat es wenigstens gelohnt, sich drum zu kümmern und sie zu retten. Das ist so, dass man nicht auf einen Charakter versteift. Das ist, finde ich, ganz okay. Inwieweit uns das noch hilft, werden wir noch rausfinden. Hütte sauber. Ich warte nur drauf, dass es an irgendeiner mal hops geht. Also, wie oft wir jetzt gebissen worden sind. Vielleicht finden wir irgendwo einen Tierarzt, dann können wir gegen Tollwut impfen. Wer weiß. So, die Hütte. Und dann geht's nach Hause. So, der Dicke hat uns da hinten noch nicht gesehen. Gut. Klopfen wir mal hier freundlich an. Hallo? Sounds like I've got company. Macht natürlich auch ein bisschen Lärm. Aber hier ist wohl nichts. Außer dass ich wieder auf mich aufmerksam mache. Ach, lass den Kopf nicht hängen, Freund. Ich sehe die Gedärme. Ja, von dir auch, ja. Ja, würde ich machen, wenn sie am Boden liegen. So, wo müssen wir denn hin? Ach, da. Ich würde ja mal... Komm. Laufen den einmal. Kann man noch den Zeltplatz hier mitnehmen? Ich glaube, je mehr wir sammeln, umso besser ist das.
Aber den? Ist klar. Schlürft über den. Über den Felsen. All quiet here. Hey, come here. Passt auf mich auf, Leute. Während ich ewig suche. Nice. Was ist das? Ein Leuchtsignal. So. Wenn ich jetzt auf ihn umschwenke. Auf ihn kann ich gar nicht umschwenken. Okay. Nur auf ihn. Also mit F habe ich jetzt gerade festgestellt, kann man einmal, kann man das benutzen? Ich schläft meinen Finger ein. Das gibt's doch gar nicht. Oh, das Messer kann was. Mehr als das Paddel. Jo. Mein Freund, hast ein bisschen zu viel über den Tee, über den Durst getrunken, ne? Man weiß doch, das letzte Bier ist immer schlecht. Nichts mehr da. Geh mal hier raus. So, da sind wir. Wir sind zurück. So ruhig hier. What the hell? I thought you said you had survivors holed up in here. They were fine just a minute ago. Well, obviously not anymore. Guys, guys, come on. We gotta at least check the place. Somebody might have survived. Vorsichtig. Nicht so nah ran. He's gone. Yeah. And? Poor bastard. Well, let's see if he's got a wallet on him or something. What the hell, Ed? To check his ID, for Christ's sake. Hat sich nicht bewegt gerade? Shit! Vollidiot! That guy was dead. Vollidiot. I swear to God, that guy, he was dead. How the hell does that happen? I don't know, man. Doesn't make sense. We can't stay here. Come on, let's grab what we can and get moving. Wir müssen entkommen. Where the hell am I gonna carry this? Uhu. I don't have enough space for this. So, was können wir abgeben? So, die nehmen wir natürlich mit. Was haben wir hier? Basis nicht erholt. Schiller hat sich nicht von der Verletzung erholt. Plus minus 1 Medikamentenbehälter. Verdammte Scheiße. Wir waren nur ein paar Minuten weg. Was zum Teufel ist hier passiert? Chance-Ritter gestorben. So. Verletzt, tot. Wechseln. Ja. Dann nehmen wir einfach direkt hier. Zack. Ich bin überlastet. Oh, Scheiß. Da muss ich auch noch drauf achten. So. Gucken wir mal, ob er noch ein. Sekusa? Jawohl. What's up? Ah, ich kann ja auch so anquatschen und dann. See ya. Okay. Ich will aber hier eine Versorgung spinnen.
Ja, den Rucksack. Betäubungsschmerz hat aber keine Wunden. So. Dann gucken wir mal, dass wir hier entkommen. Wo müssen wir hin? So. War hier nicht irgendwo ein Baumarkt? Und da war noch ein Fahrzeug. Okay, ich sehe zwei, dann da. Ja. So. Ich taufe den jetzt einfach Steve. Komm her, Steve. Kämpfen drei. Der ist durch den Zaun. So, where are we going? Verlassen Bauantenna, hab ich vor. Or, well, I kind of took that guy's walkie-talkie. Fahrzeuglager, okay. Jesus, man kann auch. Why did you do that? I don't know. I figured if he had a radio, there must be somebody on the other end. So you robbed a dead guy, and you expect his friends to help us out? Wait, who says they're his friends? I mean, maybe they didn't even really like the guy. Dad, are you there? Oh, shit. Hello? Can you hear me? Who is this? Listen, we're stuck up here on Mount Tanner. My friend needs medical attention. Can you help us? Can you make it down to Spencer's Mill? Some of us are holed up at the church. If your friend doesn't look too dicey, we'll let you in. The church in Spencer's Mill. We're on our way. We'll, try not to look too dicey? So, finden wir den Autoschlüssel. Wo immer der ist. Und wir sollen eine Kirche finden. So. Dann gehen wir mal zu Frank und fragen den, der einen Schlüssel hat. Frank? Frank? Okay. Da war ja noch einer. Ich hab dir den Arm abgeschlagen. Die sauen den Zaun ein. Die sind über den Zaun geklettert, ich glaub's nicht. Oh. Okay, ich hab wohl den Autoschlüssel. Boah, ist die Steuerung. Super. Ich will dahin. Also. Die Brücke ist Schrott. Das. Okay, irgendwie habe ich das noch nicht so ganz verstanden mit der Waffe hier. Dass der das endlich mal schafft nachzuladen. Aber wir müssen jetzt hier raus. Und zwar ganz schnell. Ja, yeah, ja. Yeah. Kommt. Wie kommen wir hier hoch? Den Weg wahrscheinlich? Aber es muss doch noch einen anderen geben. Ah. Nehmen wir den Weg.
I need a breather. Ich brauche eine Pause. Das war ja echt dezent. Murks, was ich gemacht habe. Dezent. Ich bin froh, dass ich überlebt habe. Begib dich in die Stadt. Ja. Noch einer. We're headed your way. You said you were holed up in a church? What the hell's happening around here? Better deal with this first. Komm, Dick. So, anyways. You haven't heard? No cell reception at the lake. Guess you could say a little busy for that, don't you think? No cell reception at the lake. Guess you could say we've been out of the loop. All we know is a bunch of crazy people tried to eat us. It started, what, 12, 13 days ago? At first, it was just weird stories on the news. Random maulings, violent incidents at hospitals, black helicopters in the sky. Just strange stuff. I guess they were trying to keep it quiet, but that didn't last too long. People figured it out pretty quick. People who die, they don't stay dead. They come back as one of those things. I told you that guy was dead. Seems like the only way to stop them for good is with a shot to the head. Anything else, they just keep coming. So you're saying those things are zombies? I don't know. Maybe it's some kind of messed up supervirus. Maybe it's radiation from outer space, or black magic, or the wrath of almighty frickin' God. Your guess is as good as mine. So, wait a minute. What's the government response to all this? So, how'd you end up on this frequency? Just lucky, I guess. It was pretty chaotic up at the lake. You're not gonna tell her? I don't know yet. Dude, it's her dad! You wanna confess that we killed her father and stole his radio before they patched you up? Yeah, okay, maybe we leave that part out. Ah, ich kann mit der Tür angreifen. Was sagen die jetzt? Mein Messer ist kaputt. Lily, do you invite these strangers? Good, you made it. That one doesn't look so good. Name's Ed. Pleased to meet you. Come with me, son. We'll see to those. God damn it! We got enough trouble without bringing in another freeloader to use up all our medicine. Real nice, Alan. I offered them shelter. I'm letting them in. Us freeloaders have to stick together. Girl's got the common sense God gave a tree stump. You're worse than your brother. Come on, I'll give you the nickel tour. Wir sind da. Plus 25 Einfluss, plus 100 Ruhm in der Gemeinschaft. Du hast ein neues Zuhause. Öffne mit Tab dein Tagebuch und sieh dir auf der Seite Güter deine Vorräte und Besitztümer an. Als erstes machen wir die Tagebücher. Kampffertigkeiten verbessert. Drücke nach deinem Ausweichen schnell RMT, um einen Gegenangriff zu landen. Weiche ich den aus? Vertrau mir. Nächster Halt, Sven Sammel. Die Stimme aus dem Funkgerät. Ich weiß nicht, wie sehr ich diesen Leuten traue, aber immerhin haben sie nicht sofort versucht, uns umzubringen. Tja, offenbar werden wir doch nicht rausgeworfen. Ellen sollte man allerdings im Auge behalten. Lily will mir die Kirche zeigen, das dürfte eine gute Idee sein. Sieh dir eine Liste deiner Sachen an. Streifenwagen. Och. Was sehe ich die Werte? Repariert 4, 4 Sitze. Moderner Pickup, 6 Sitze. Muscle Car, alter Schule. Sex. 1981. Sex. Großer Schnauzer und Fliegerbrille. Sex. Das eine Auto. Zwei Kunstledersitze. Ja. So, verfügbare Aktion. Plus 10 maximale Vitalität für alle. Aber da brauche ich mehr Einfluss. 25.
Also Materialien brauche ich dafür. Und was ist das hier? Mach diesen Platz für etwas anderes frei. Machen wir einfach mal. Den haben wir jetzt hier. Lille Ritter. Geborstene Leitung und eine G22. Ja, Pastor hat eine Bratpfanne. Ja, Alan Gunderson hat ein Gewehr und einen Schlagstock. Schlagstock und Finte. Und Jacob Ritter, Schlagstock und Revolver. Ex-Fotograf. Schließen. Taschenlampe. I spend most of my time here, using the radio to coordinate everyone. So, okay. Hier ist der Versorgungsspind. Können wir gleich schon mal ein paar Sachen lagern. Next up's the kitchen. Sam's our unofficial in-house chef, but... Well, there's only so much anybody can do with canned soup and pork rinds. Seriously, though. Rule number one, all the food stays in here and it stays sealed. You wouldn't believe how fast rats get into things otherwise. We learned that one the hard way. Ja, Ratten kann man auch essen im Notfall. Hope you don't mind sharing. We're pretty tight on space here. Alan's been saying we should move to someplace bigger. But my dad's a carpenter, and he says we could build like a dorm room or something to get more space. How many people do you have here? I think you've met just about everybody, except maybe my brother and my dad. They're out scouting for supplies, I think. I haven't heard from them in a while. Rest easy, son. How do you feel? Like somebody took a weed whacker to my fucking neck. We may have something here for the pain, but I'm more concerned about this fever. It could be a sign of infection. We'll need to get Dr. Hansen out here. I'll see if I can get him on the radio. Thanks, I appreciate the hospitality. Do not forget to entertain strangers, for by so doing, some have unwittingly entertained angels. How about that? I might be an angel. So, da ist der Wachturm. Gut gesichert mit NATO-Draht. Ja, ist NATO-Draht. Look, I didn't want to say this in front of your friend. The fever is a bad sign, especially after a bite. Pastor Will's going to try and get Doc Hansen to come down and take a look at him, but if he doesn't get some antibiotics, he's probably not going to make it. If it comes to that, I promise Alan will take care of him. Bullet to the brain before he turns. It's for the best. Jesus, Lily, he's not a rabid dog. Don't you get it? More of us didn't make it than did. We can't be soft-hearted about this. Not anymore. We need medicine here anyway. You can't be sick. You understand? No one can be sick. So that's it, huh? Nice to meet you. Would you prefer to be shot in the face or kicked out on your asses? No, it's... Okay, look. We're barely hanging on here as it is. Medicine was some of the first stuff to run out. We don't have any to spare for your friend. I'm sorry. That's just the way it is. What if I find some more? Will that help pay our rent? Yeah. Okay, sure. If you can find a place to get more medicine, I'll make sure your friend has a place to stay. His name is Ed. I know. If you need to resupply before you head out, check the locker. Nobody minds if we're getting shit done and you need extra stuff. Just don't take shit you haven't earned. Jetzt kündigt das. So. Here. Wait, what? There's a cell tower behind the swine and bovine. From up there, you should be able to get a good look at the town. Maybe you'll spot some place to find medicine. I owe you one. Okay. Just hurry, okay? I'm not sure how long I can rein Alan in. So, darf ich nehmen Munition nehmen? Den brauchen wir nicht. Molotov Cocktail, was ist das hier? Ist was zu essen? Okay, für die Ausdauer zu erhöhen. Was haben wir hier? Aspirin, Schmerzmittel. Aspirin kennt doch jeder. Ist doch dasselbe. So. Okay.
Okay. Kleiner Rucksack, was habe ich? Großen Rucksack. Kaffee regeneriert etwas Ausdauer. Kaltschal, vermutlich durch Zombie, der gefiltert. Aber Gott verdammt, immerhin Kaffee. So. So, Tagebuch. Überlebenstaktik, Versorgungsspind. Zu Hause gibt es ein Versorgungsspind, aus dem ich das Nötigste nehmen kann. Gewicht. Mir wird immer deutlicher, dass der Schlüssel zum Überleben die Ausdauer ist. Und je mehr Krempel ich trage, desto weniger. Muss schon sagen, die Leute haben sich ziemlich gut eingerichtet. Vielleicht sollten wir da bleiben. Notiz, wir sollten zusammenarbeiten. Sieht aus, als können wir uns dann und wann gegenseitig aushelfen. Nachbarschaftliche Grüße, Ashton. Ashton Weins hat Vertrauen gewonnen. Es kostet jetzt weniger Einfluss, etwas aus dem Versorgungsspind zu nehmen. Lily will, dass ich auf ein Funkmast in der Stadt klettere und mich um den Ort umsehe. Basis, die Hoffnung sinkt. Vorräte sammeln, Basis ausbauen, Posten bemannen, Zombies töten. Und wann zum Teufel haben wir mal eine Pause? Ja. Bunch of dumbasses. What the hell did they think was gonna happen? Dunno. Maybe if we weren't down to an expired bottle of baby aspirin and a case of cough syrup, we wouldn't have so many sick people. Ja, ja, ich besorge ja schon. Gleich damit unsere Miete. Ich soll ja nur mitten in die Stadt wahrscheinlich. Oha. Infektionsherd. Okay. Das wird eine schöne mitten durch so einen Kaff. Ich wollte schon immer, wenn es dunkel wird, durch so einen Kaff rennen. Und hoffen, nicht gebissen zu werden. Ich nehme nicht das Auto. So. Wie weit ist denn das weg? Ah, mittendrin. Statt nur dabei. How did you all end up at the church anyways? Geez, I don't know. At first it just seemed like the place to go, you know? End of the world and all that. Then we started hearing about how bad it was getting. Other people tried to go it alone and ended up... Well, we just sort of stayed here after that. Just the six of you? No. There used to be 12 of us. Oh, halbiert. Das ist natürlich auch eine Top-Idee, in einer zombie-verseuchten Gegend zu funken. Ist ja nicht so, dass es ja... Hallo? Hab ich ihn? Oh Gott, jetzt müssen wir schon hier blind im Gebüsch mit einem anderen Kerl. Naja, ich bin tolerant, ne? Jeder wie er möchte. Aber ich muss jetzt erstmal hier rüber. Okay. Aussichtspunkt entdeckt. Oh. Ja, ich bin nah dran. I've been thinking about a lot of stuff lately, and something occurred to me. We don't
don't know squat. Wait, what? I mean when it comes to long-term survival. Like, I've got my dad's old notebooks, and I'm sure some people here have at least worked on a farm. But if we had reference material, we could do a whole lot more. What happened? Well, since we don't have the internet anymore, I'm thinking we should start assembling a reference library. Books on gardening, electrical engineering, carpentry, anything we can get our hands on. We gotta start somewhere, right? Die Idee ist nicht blöd. Da muss ich hoch. Looks like a good vantage point up there. Genau, der quetscht sich durch den Stacheldraht. Jetzt wär's nix. Noch jemand? Schneller! Noch nicht runterfallen. Das wäre kacke. Geht aber ganz schön weit hoch. Made it. Gonna look around now. A zombie horde. Hey, what's that? Looks like a vet's office or something. Oh yeah, Dr. Gilroy's clinic. What about it? Well, antibiotics for dogs aren't any different than antibiotics for people, and it looks like no one's broken in. That's a good idea. Okay, sounds like it's worth checking out. Somebody's broadcasting something. Seems like you folks know what you're doing. What would you say to us joining forces? You might want to go check it out. I'm sending Alan and Sam to meet you at the clinic. Alan? Gee, thanks. It was that, or let him stay here and keep grumbling about kicking you and Ed out. Point. Ab zur Tierklinik. Alter Schwede, was gibt's denn hier alles? Ein Waffenladen. Ah, hier kann man sich, glaube ich, was länger aushalten in dem Örtchen. Was haben wir hier? Ein Postamt. Noch ein Fahrzeug. Noch ein Fahrzeug. Ich könnte alles in ein Fahrzeug laden und dann mich vom Acker machen. Gut. Okay. Das mit dem Speichern funktioniert super. Zwar gar nicht. Also der speichert nur an bestimmten Punkten. Gut, dass ich das jetzt auch rausgefunden habe. Aber unsere Nachbarn brauchen Hilfe. Freundlich gesinnte Überlebende und die Tierklinik. Dann können wir uns von hier aus aufmachen. Wunderbar.